Herzlich willkommen zur Sommermusikantengeschenke mit dem Wernersgrüner Showtruck. Da sind wir gen Norden gefahren und auf der Halbinsel Zings am Darß gelandet. Ja, und mit dem Showtruck, da stehen wir hier mitten auf dem Fischmarkt in Zingst. Und um uns herum, da feiern die Zingster mit ihren Gästen zum 9. Mal die traditionelle Gastromeile. Doch bevor wir ihnen noch viel mehr erzählen, sorgen Andrea und Manuela erst einmal für eine richtige, zünftige Musikantenschenken-Stimmung. Na dann, auf geht's! Fischland, Darß und Zingst sind als Halbinsel eines der letzten Naturparadiese Deutschlands. Wer immer sich aktiv erholen will, hier, da ist er genau richtig. Das Auto lässt man von ganz alleine stehen. Man würde ohnehin nur zwischen den Radfahrern, Wanderern und Wassersportlern mit der Benzinschleuder unangenehm auffallen. Zingst ist das östlichste Seebad auf der Halbinsel. Danach, ja, danach kommt nur noch Natur pur im Nationalpark Vorpommerscher Boddenlandschaft. Selbst die Kraniche, die wissen, wie schön es hier ist. Und jedes Jahr im Herbst, da sammeln sich bei Zingst Zehntausende und sammeln Kraft für ihren Flug gen Süden. Im Juni, da kommen dann die Feinschmecker nach Zingst. Immer dann, wenn zwischen Kurhaus und Fischmarkt die traditionelle Gastromeile eröffnet wurde. Und in diesem Jahr fand die Eröffnung so statt.
Das war das Zeichen für die fröhliche Feier, bei der kaum Wünsche offen bleiben. Einen lang gehegten Wunsch haben sich die Zingster letztes Jahr erfüllt. Das Kurhaus wurde als Haus des Gastes mit langjähriger Tradition wiedereröffnet. Gleich davor ragt die Seebrücke weit hinaus in die Ostsee und wartet auf die anlegenden Schiffe. Prima, da können die Zingster ja an ihre legendären Seemannstraditionen anknüpfen. Denn bevor die Sommerfrische hier den Strand eroberten, da kamen von hier Generationen geschätzter Kapitäne. Ein Auftrittsort wie geschaffen für Elena, die uns auf Zingst einstimmen soll. Macht Platz, Reinhard. Wo die Matrosen sind. Mutter, ich muss gehen, sagte ich zu ihr. Lass die dummen Tränen beim Abschied an der Tür. Du musst mich verstehen, tut dir auch noch so weh. Es liegt nur an der Liebe, wenn ich heut von dir geh. Wo die Matrosen sind, dahin auch ich. Dort, wo mein Johnny ist und auch sein Schiff. Sie konnte es nie verstehen. Heute seh ich selbst mein Mädchen die eigenen Wege gehen. Ich steh allein am Fenster. Mein Herz, es bricht entzwei. Die schönen Kindertage gehen viel zu schnell vorbei. Wo die Matrosen sind, da bin auch ich. Dort, wo mein Johnny ist und auch sein Schiff. Wo die Matrosen sind, da bin ich. Denn meinen Johnny lass ich nie allein. Denn meinen Johnny lass ich nie allein. Wie immer in unseren Sommerfrische-Sendungen wollen wir natürlich auch Zuschauerwünsche erfüllen, wenn es um Künstler und Lieder aus der Wernes Grüner Musikantenschenke geht. Und da haben wir für Sie was ganz Spezielles. Für die Ostseeurlauber ist ja der Blick aufs Barometer meistens der erste Blick an jedem Morgen. Und das machen wir natürlich auch für Sie, aber wir blicken aufs Starbarometer. Und das geht so. Wir haben die Einheimischen hier in Zingst und auf dem Darß und auch die Urlauber gefragt, wen würden Sie denn am allerliebsten sehen, wenn es um musikalische Paare aus der Wernes Grüner Musikantenschenke geht? Den Sieger präsentieren wir Ihnen und hier ist das Ergebnis. Die Musikantenkaiser des Jahres 2000, Katharina Herz und Thorsten Benkenstein. Die Lichter
den Grill an, ich hol eben Bier. Raus, schmeiß den Grill an, ich bin gleich wieder hier. Raus, schmeiß den Grill an, ich hol eben Bier. Raus, schmeiß den Grill an, ich bin gleich wieder hier. Laut schmeißen Grill an, hinterm Zaun da lungert alles, was Verwandtschaft heißt, völlig ausgehungert. In der Gartensparte zum schönen Wochenende rackern sich von Beet zu Beet Hobbygärtner Hände. Sehen, wie alles grün blüht, wächst und schön gedeiht. Doch abends gegen 18 Uhr steht der Grill bereit. La la la, hey! Klaus schmeißt den Grill an, ich hol eben Bier. Klaus schmeißt den Grill an, ich bin gleich wieder hier. Klaus schmeißt den Grill an, hinterm Zaun da lungert alles, was Verwandtschaft heißt, völlig ausgehungert. Großcousine, Bruder, Schwager, Freunde, Tanten, Nichten wollen auf das Grillmenü im Freien nicht verzichten. So steht abends 18 Uhr der Grill vom Gartenhaus. Und der ihn dann zum Brennen bringt, heißt selbstverständlich Klaus. La la la, hey! Klaus schmeißt den Grill an, ich hol eben Bier. Klaus schmeißt den Grill an, ich bin gleich wieder hier. Klaus schmeißt den Grill an, hinterm Zaun da lungert alles, was Verwandtschaft heißt, völlig ausgehungert. Alle sind zum Platzen satt, da kriegt Rita Order. Hol mal die Kassetten raus und den Sternrekorder. Jetzt ist Stimmung angesorgt und den größten Hit singt die ganze Gartensparte nach einer Stunde mit. Na, 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 hey! Klaus schmeißt den Grill an, ich hol eben Bier. Klaus schmeißt den Grill an, ich bin gleich wieder hier. Klaus schmeißt den Grill an, in den Zaun da lungert alles, was Verwandtschaft heißt, völlig ausgehungert. La, 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 hey! Klaus schmeißt den Grill an, ich hol eben Bier. Klaus schmeißt den Grill an, ich bin gleich wieder hier. Klaus schmeißt den Grill an, hinterm Zaun da lungert alles, was Verwandtschaft heißt, völlig ausgehungert. Na, 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 na. Ich habe uns vom Freibier sicherheitshalber zwei reserviert. Das ist prima. Willkommen, Willi Freibier. Prost, Reinhard. Du machst wenigstens deinem Namen alle Ehre. Kennt man ja, alles feiert, nur der Grillmeister wird vergessen. Da passe ich auf, Reinhard. Ich lasse vorher schon neben dem Grill 4, 5 gut gekühlte Flaschen Bier abstellen zum Ablöschen. 1 für den Grill, 4 für den Meister. Das ist genau richtig. Um Meister ihres Fachs soll es auch bei uns im nächsten Starbarometer gehen. Singende Männer aus der Musikantenschenke waren gefragt. Und so haben die Zingster und ihre Gäste entschieden. Platz 1 für zwei Könner. Achim Menzel und für den Mann, der den Hit für beide geschrieben hat, Horst Kmehler. Hier kommt der Gockola. Prost. Aha, zuck zu die Hände, halt noch, doch geh ich aus. Es bleibt schön brav im Stall daheim, wenn's grau wird, komm mit aus. Und knapp vom Morgengrau, wo wieder am Hof, da weidet die Fäden aus und schreit aus vollem Kopf. Her mit meinen Händen, der Gockelein ist da, der Gockelein ist da. Kommt aus dem Urlaub in seine Diskothek. Die Mädchen warten schon auf ihn. 2 Wochen war er weg. Er sagt ihm jedes Servus mit einem heißen Kuss. Und er sagt nach dem Shampoos, was jetzt gesagt werden muss. Her mit meinen Händen.
Wir stehen kurz vor einem Höhepunkt unseres Volksfestes, dem Zingster Kellnernauf. Dieses Tablett muss unbeschadet über eine Marathonstrecke von 200 Meter durch alle Prüfungen bis hin zur großen Tafel kommen. Eine Anforderung für echte Könner. Also sowas wie mich, ne? Wäre doch gelacht, wenn es auch vorne Schenkenausschenker und Hobby-Skisportler, die die Kondition hätte für den Flachland-Kellnerlauf in Zingst. Also, wo ist der Start? Günthi kommt! In der Schenke ist das immer gemütlicher, du. Ah, das Schlimmste ist ja bei uns Kellnern, die Gäste, die so meckern. Und Mats Oma und Goster sagt, ja, wissen Sie was, Herr Oma? Der Schaumwein schäumt ja gar nicht. Ich sage, haben Sie schon mal eine Ochsenschweinsuppe gesehen, die wedelt? Wirklich wahr, du. Da machst du was mit. Da sagt er, in dem Apfelkuchen ist kein Apfel drin, sondern denken Sie, im Hundekuchen ist ein Hund drin, oder was, ja? Wirklich wahr, als Kellner machst du heutzutage was mit, da kannst du rennen, du wie verrückt und wie blöde. Ich war jetzt hier in Zingst in der Gaststätte drinne, hab ich so beobachtet, einen Kollegen, der rannte immer zu einer älteren Dame hin, wieder rein in die Küche, wieder zu einer älteren Dame, wieder rein. Da hab ich mal zugehört und gesagt, ach, Herr Ober, können Sie mal die Klimaanlage etwas wärmer stellen, es ist zu kalt. Der wieder raus, wieder zurück, ach, können Sie mal etwas kälter stellen, es ist zu warm. Wieder raus, wieder rein, das ging hin und her. Ich sag, sag's mal, Herr Kollege, wird Ihnen das nicht zu viel, ist Ihnen das nicht zu blöd? Sagt er, nee, wir haben gar keine Klimaanlage. Wirklich wahr, du. Aber ich sage, du rennst ja nur als Kellner durch die Gegend, bei uns in der Schenke auch, du. Da hatten wir mal so einen amerikanischen Amerikaner zu Gast. Und der trank genüsslich sein Bier und kaute gelangweilt auf dem Bierdeckel rum. Hab ich meine Englischkenntnis angewandt? Bin ich ran, hab ich gesagt, hello, Mister, this is alles okay? Sagt er, oh, beer is very good, aber Keks is very knochenhart, ja. Die Heimat ist auch mein Zuhause.
Sie einmal nach Zings kommen, dann sollten Sie unbedingt mit einem solchen Zesenboot über den Botten durch den Nationalpark segeln. Die alten Boote mit ihren braunen Segeln, sie sind ein Zeichen maritimer Traditionen. Und warum sind nun die Segel braun? Das waren ursprünglich weiße Baumwollstoffe, aber die waren so schwer, dass sie für die Fischer nicht handhabbar waren. Und deshalb hat man sie gelot, imprägniert. Da hat man ein Gebräu aus Ochsenblut, Schmieröl, Tran und ein bisschen Erde kam noch dazu, zusammengerührt und dann hat man sie mit einem großen Schrubber eingeschmiert. Und so ist die braune Farbe entstanden? So sind sie so braun geworden. Dann wünschen Andrea und ich unserem Skipper Detlef Mühr immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und vor allem natürlich immer frischen Wind in dem braunen Seesbootsegel. Und wir schauen jetzt gleich mal auf unser Starparometer. Und ganz oben auf unserer Skala, da stand eine junge Sängerin aus dem Vogtland, Stefanie Hertel. Na dann, Leine los mit Musik. Pleiten, Pech und Pannen gehören zum Glück dazu.
Was der Vogelbeerbamm fürs Vogtland oder es ist Feierabend fürs Erzgebirge, ist dieses Lied für die Ostsee. Wo der Ostseewellen trecken, an dem Strand. Martha Müller-Grehler, die Textdichterin, sie war hier in Zingst zu Hause. Das Leben von Martha und die Geschichte des Liedes, sie wären einen ganzen Spielfilm wert. Vor 94 Jahren entstand es als Gedicht Mine Heimat in Plattdeutsch und wurde in einer Zeitschrift abgedruckt. Das las ausgerechnet ein norddeutscher Glasergeselle in Zürich, der in der Schweiz heimisch geworden war. Das Gedicht, es gefiel ihm und der Chef des Arbeitergesangvereins, er sollte es vertonen. Das war Simon Kranich, ein Thüringer. Er ließ es sich allerdings erst einmal ins Hochdeutsche übersetzen. Und dann dauerte es keine halbe Stunde mehr und die Melodie des Liedes, sie war fertig. Ein Lied, das um die ganze Welt gehen sollte. Die Uraufführung gab es allerdings erst am Grabe des Glasergesellen. Den Autoren hat es weder Gut noch Geld gebracht, denn ein findiger Verleger, er tauschte Ostseewellen gegen Nordseewellen aus und veröffentlichte es als Friesenlied. 1933 schaffte es den Durchbruch als Filmmelodie. Die Ostpreußen singen es mit dem Text, wo des Haffes Wellen ziehen an den Strand, wo der Elch und Kranich aller Welt bekannt. Als Pausenzeichen war es beim Sender Hamburg ebenso zu hören wie beim DDR-Rundfunk in Rostock. Ein Hotelier aus Südtirol, aus dem Fassertal, der lässt es in ladinischer Sprache singen mit dem Text, wo die Wiesen sind von Blumen übersät. Dieses Lied ging um die ganze Welt. Doch Martha starb arm und fast vergessen auf dem Zingster Friedhof. Da ruht sie unter einem Grabstein mit der Aufschrift: Hier ist meine Heimat, hier bin ich zu Hus. Enzi Enzmann widmet ihr auf seine ganz eigene Art ein spezielles Lied. Zu Haus. Wo steht man diese Zeilen auf? An der Bordeckkante in Zingst am Strand, ne Fruut-Pommern-Land. An der Bordeckkante in Zingst am Strand, ne Fruut-Pommern-Land. Ach Martha, dein Lied ist so bekannt. Man singt es in ganz Deutschland, doch auch in Zingst am Strand. Ach Martha, Lottrecken See am Strand. Die Nord- und Ostseewellen, o Zingst vor Pommernland. Wo sind die Ostseewellen zu Haus? Wo stand uns Marthas Elternhaus? An der Bordeckkante in Zingst am Strand, ne Fruut-Pommern-Land. An der Bordeckkante in Zingst am Strand, ne Fruut-Pommern-Land. Ach Martha, dein Lied ist so bekannt. Man singt es in ganz Deutschland, doch auch in Zingst am Strand. Ach Martha, Lottrecken See am Strand, den Nord- und Ostseewellen, wo Zingst vor Pommernland. Wo sind die Ostseewellen zu Haus? Wo ruht sich meine Martha aus? Ne Fruut-Pommern-Land. An der Bordeckkante in Zingst am Strand, ne Fruut-Pommern-Land. Ach Martha, dein Lied ist so bekannt. Man singt es in ganz Deutschland, doch auch in Zingst am Strand. Ach Martha, Lottrecken See am Strand. Die Nord- und Ostseewellen, wo Zingst vor Pommernland. Musik.
Auf einen Höhepunkt der Zingster Gastromeile, da warte ich noch. Und ich habe so das Gefühl, trotz des Sauwetters, wir stehen kurz bevor. Sag bloß, es gibt noch mehr zu essen und zu trinken. Die Zingster haben ja an guten Sachen und wirklich alles auffahren lassen, was Küche und Keller so hergeben. Hierher hätte der Achim seine Sommertour machen sollen. Die Zingster hätten auch unseren Achim satt bekommen. Da haben sie auch, Reinhard, haben sie auch. Ich trainiere mir das Ganze jetzt wieder ab. Sag ich's doch. Das ist nämlich mein Joker fürs große traditionelle Bierfasswettrennen zum Abschluss der Zingster Gastromeile. Willkommen, mein Alter. Sag bloß, er soll uns da vertreten. Der Achim sollte sich am besten selber da rollen lassen. Sachte, sachte, mein Alter. Von Achim rollen lernen heißt siegen lernen, hä? Ich rolle schon mal an den Start und ihr könnt inzwischen wetten, auf meine Mannschaft abschließen. Achim, doch nicht bei diesem Sauwetter. Na, also immer regnet es hier nicht so. Und ich kenne eine Umleitung, da regnet es garantiert nicht. Heiß ist die Samba aus Rio, im Karneval do Brasil. Aber auch wir hier im Vogtland haben das Samba-Gefühl. Tod auf die Welt und das Leben, uns wird es niemals zu wild. Alles nur nicht schnell bewegen, wichtig, das Glas ist gefüllt. Das ist die Bernsgrüner Tickensteher Samba. Wer sich als Erster bewegt, der verliert. Ansonsten ist alles okay. Ja, bei der Fernsehbühne Tickensteher Samba, da weiß die Mutti, dass gar nichts passiert. Ansonsten ist alles okay. Hier gibt es auch schöne Mädchen. Wer fühlt sich da nicht als Mann? Wenn er mal über den Tresen mit einem Blick flirten kann. Doch geht es gleich zu den Themen Fußball und Autos zurück. Eines jedoch, das bleibt außen, das ist die Schafferpolitik. So ist die Fernsehgrüne Tickensteher Samba. Wer sich als Erster bewegt, der verliert. Ansonsten ist alles okay. Ja, bei der Fernsehgrüne Tickensteher Samba, da weiß die Mutti, dass gar nichts passiert. Ansonsten ist alles okay. Kleine Leute, große Leute stehen bei mir hier Seite an Seite. Und wer jetzt noch Sorgen hat, der findet seinen Trost. Prost! Hier bei der Fernsehgrüner Tickensteher Samba. Wer sich als Erster bewegt, der verliert. Ansonsten ist alles okay. Ja, bei der Fernsehbühner Tickensteher Samba, da weiß die Mutti, dass gar nichts passiert. Ansonsten ist alles okay. Ansonsten ist alles okay. Schade, dass wir Zingst schon wieder verlassen müssen. Ich habe mich hier so richtig wohl gefühlt. Du kannst ja im nächsten Urlaub da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Sag mal, gibt's keine Preisfrage der Musikparade? Doch. Wir haben doch in unserer heutigen Sendung sehr viel gesprochen über die Dichterin des Ostseewellenliedes Martha Müller-Krälert. Und da bleibt noch eine Frage offen. Wo wurde sie geboren? A. in Zingst, B. in Part oder C. in Prerow? Ihre Antwort schreiben Sie an die Wernesgrüner Musikantenschenke, Postfach 1154 in 07901 Schleiz.
Wernes Grüner Musikantenschenke, Postfach 1154 in 07901 Schleiz. Sie können uns auch faxen unter 03663 436212 oder auch per E-Mail an harmonika.gmbh@t-online.de. Zu gewinnen gibt es einen Dampfer mit CDs der Mitwirkenden der heutigen Sendung und ein Jahresabonnement der Zeitschrift für Schlager- und Volksmusiksendungen der Musikparade. In 4 Wochen, da sehen wir uns dann wieder. Und da treffen sich Musikantenfamilien in der Wernesgrüner Musikantenschenke. Bei unseren Gastgebern, da verabschieden wir uns heute ganz herzlich mit Sing's, das bringt's, macht's voll gut.